Kopfweh kennen praktisch alle von uns. Gerade nach dem Rückenweh ist es der zweithäufigste Schmerz. Wenn er mich einmal verdwitscht, was Gott sei Dank selten vorkommt, dann spüre ich es amig so da. Was kann man machen gegen das Kopfweh? Woher kommt das? Wir gehen diesen Fragen an. Wenn es pocht und schmerzt im Schädel, was für Hausmittel und Tipps bringen Linderung? Und wann hilft dir Gang ins Grüne? Wenn der Griff zur Tablette für immer noch mehr Schmerzen sorgt. Und weshalb die Spritze gegen chronische Migräneattacken noch immer zurückhaltend verschrieben wird und nicht allen Betroffenen zugutekommt. Morgen, Schweizer Fernsehen. Sie sind da gerade am Morgen verfüttern. Dürfen wir Sie gleich schnell etwas fragen? Kennen Sie Kopfweh? Haben Sie das ab und zu? Sehr selten. Ja, klar. Nie, wirklich nie. Vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ja. Vielleicht einmal im Monat oder so. Wir haben so einen Dummy dabei. Könnten Sie uns mal zeigen, wenn es weh tut, wo dann würden Sie das Nödel stecken? Ja, wahrscheinlich irgendwo da vorne. Mhm. Und auf der Seite. Also ab und zu schon, ja. So auf der Seite da hinten. Ja, aber nicht mehr so viel wie früher. Ja, öppe da hinten, okay. Migräne, ja, da oben. Ja, da. Ja. Hier. Ja, das kenne ich sehr gut. Ja, so da umeinander. Aua. Nicht alle, aber viele haben immer wieder Kopfschmerzen. Bei der Gesundheitsbefragung des Bundes gab knapp ein Drittel an, in den 4 Wochen vor der Umfrage mindestens einmal Kopfschmerzen gehabt zu haben. Dabei zeigt sich ein Geschlechterunterschied. So hat in der Zeitspanne jeder 4. Mann Kopfschmerzen gehabt. Bei Frauen lag der Anteil 1,5-mal so hoch, bei 37%. Kopfweh wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, auch bei den Leuten hier auf dem Markt. Manchmal wie ein Hämmern, manchmal mehr wie ein Stechen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest weh tut es? Vielleicht 5 oder 6. Bei 8 bis 10. Aha. Extrem. Ja. Manchmal ist es ein dumpfer Schmerz, manchmal so ein spitzer Schmerz. Ja. Also inwendig, eher. Ja. Oder so, da. Haben Sie eine Erklärung, woher es kommt? Stress. Ja. Anspannung, ja. Ja. Ich behaupte schlechte Haltung. Müdigkeit. Okay. Luftdruck. Oder vielleicht auch auf den Monatszyklus oder so. Ja. Dass ich dann eher den Kopf habe. Nehmen Sie etwas dagegen? Ja, meistens eine Schmerztablette. In der Regel Wasser trinken, viel Wasser trinken. Ja. Tee machen und entspannen. Ja. Dann Sport und Dehnen. Ja, ich habe alles probiert. Ja, Akupunktur, alles, das hat alles nichts genützt. Ich bin auf dem Weg zu einer Frau, die es zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat, Kopfwehplagten zu helfen. Sie weiss ganz genau, was die Betroffenen durchmachen. Colette André, Daniela Lager, grüezi, freut mich. Dürfen wir reinkommen? Colette André leidet selber seit Jahrzehnten an Migräne, forscht am Thema und beratet Kopfwehpatientinnen und Patienten. Setzen Sie doch mal ein Nödel, das Ihnen dann wehtut, wenn es passiert. Wenn es passiert, vorher habe ich Nackenweh. Okay. Auch etwa hier. Ja. Und da bin ich ziemlich mit ihnen hier. Also da bin ich ziemlich gleich. Es geht hier ums Auge herum. Die Augenbrauen tun mir eigentlich relativ stark weh. Was ich aber habe, es geht dann nachher über den ganzen Kopf. Und das, was ich ja 2 Tage vorher habe, ist eben das starke. Das Nackenweh, das Sie sehen, da hinten hat es auch schon einen. Setzen Sie doch da hinten auch noch einen. Der bleibt eigentlich noch. Und dann ist dann noch das, was man nicht sieht. Das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Mhm. Meine Sprachstörungen. Ich finde dann keine Wörter am Anfang. Ja. Das heisst, ich stand da und ich sage gerne etwas. Aber ich weiß, ich sehe das Wort, aber es kommt nicht raus. Colette André ist Neurowissenschaftlerin und Geschäftsführerin von Migraine Action und leidet selbst an Migräne.
Sie setzt sich seit vielen Jahren für Kopfwehbetroffene ein und führt dafür selbst Beratungsgespräche für die Patientenorganisation. Daneben forscht sie und unterrichtet verschiedene Berufsgruppen zum Thema Kopfschmerzen. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Ländern hat sie sich bei der Weltgesundheitsorganisation WHO dafür eingesetzt, dass Migräne als Krankheit anerkannt wird. 3 Vormittage pro Woche lässt sich Colette André Geschichten und Sorgen von den Kopfwehbetroffenen an und beratet sie. Was sind denn Probleme, die die Leute ihnen schildern, wenn sie anrufen? Also das Erste ist einfach die Angst, dass sie irgendetwas haben, dass im Kopf irgendwie ein Tumor oder sonst irgendetwas ist. Oder dass, wenn sie ein Medikament genommen haben, es überhaupt nicht mehr wirkt. Oder die Akzeptanz auf der Arbeit, die Akzeptanz in der Familie, Angst, dass der Mann geht oder dass die ganze Familie am Wochenende immer wieder allein etwas machen muss. Das sind sie dann, erkläre ich ihnen, das muss nicht sein. Warum rufen die Leute ihnen an? Gehen nicht einfach zum Arzt, zur Ärztin? Manchmal haben sie noch vielleicht Angst, über Kopfschmerzen zu reden. Und wenn sie noch nicht betreut sind und ich sehe, dass es wirklich eine neurobiologische Krankheit ist, dass zum Beispiel Migräne ist, dann versuche ich ihnen Mut zu machen, zum Arzt zu gehen, aber gut vorbereitet zu gehen. Weil der Arzt hat nichts anderes in der Hand als die Information vom Patienten bei Kopfschmerzen. Mhm. Das heisst, der Patient kriegt dann auch die Therapie, die individuell auf ihn zugesprochen ist. Haben die Leute auch Angst, als Simulantinnen zu gelten? Weil noch immer, heutzutage, obwohl man meint, Migräne ist noch immer irgendwie so, das sind nur hysterische Frauen. oder das, was haben, ich bin Migräniker. Sehen Sie auf meiner Stirn irgendwo stehen, Migräne? Nein, ich habe nichts zum Vorzeigen. Ich habe keinen Gips, ich habe nichts. Das heisst, wenn ich schwerste Kopfschmerzen habe, das heisst, Sie sehen es mir nicht einmal an. An unserem Kopf dahinten sieht man mittlerweile gut, wie unterschiedlich die Schmerzzentren sein können. Kopfweh ist nicht gleich Kopfweh. Es werden über 250 verschiedene Arten beschrieben. Kopfschmerzen, die nicht als Begleiterscheinung einer Erkrankung auftreten, sind sogenannte primäre Kopfschmerzen und gelten selbst als Krankheit. Die bekanntesten und häufigsten sind Spannungskopfschmerzen, Migräne und Cluster-Kopfschmerzen. Der Spannungskopfschmerz ist am meisten verbreitet. Typisch sind drückende, beengende Schmerzen an Stirn und Schläfen, oft auch vom Hinterkopf ausgehend. Selten tritt auch Übelkeit auf. Spannungskopfschmerzen dauern zwischen 30 Minuten und bis zu 7 Tage. Typisch ist auch, dass Bewegung die Schmerzen lindert. Von 100 Menschen leiden Schätzungen nach etwa 30 an Spannungskopfschmerzen. Frauen häufiger als Männer. Migräne. Typisch für eine Migräne sind pulsierende Schmerzen. Meist an Schläfe, Stirn oder hinter den Augen. Die Betroffenen sind licht- und geräuschempfindlich. Sehr oft ist ihnen auch übel. Es können Seh- und Sprachstörungen auftreten. Eine Migräne kann bis zu 3 Tage dauern. Typisch für Migräne, man braucht absolute Ruhe. Bewegung verstärkt die Schmerzen. Am meisten leiden Frauen an Migräne. Von 100 Frauen sind ungefähr 18 betroffen und von 100 Männern leiden ca. 6 daran. Cluster-Kopfschmerzen. Der Cluster-Kopfschmerz kommt plötzlich und in heftigen, sehr schmerzhaften Attacken hinter Auge und Schläfe. Manchmal auch mitten im Schlaf. Der Schmerz ist einseitig, schneidend und bohrend. Er wird von Symptomen wie tränendem und gerötetem Auge, geschwollenem Lid und laufender Nase begleitet. Die heftigen Attacken können bis zu 8-mal am Tag auftreten und dauern zwischen 15 Minuten und bis zu 3 Stunden. Betroffene haben einen starken Bewegungsdrang. Clusterkopfschmerzen kommen im Vergleich zu Spannungskopfschmerzen und Migräne viel seltener vor.
Von 1000 Menschen leidet einer an Clusterkopfschmerzen. Es trifft wesentlich häufiger Männer. Beat Zehnder hat seit 15 Jahren immer wieder Clusterkopfschmerzattacken. Bei mir ist es so, also meine Freunde, die das kennen, die sehen sofort, wenn ich eine Attacke bekomme. Ich habe immer ein rotes Auge, es fängt an zu tränen. Und nachher fängt es an wie ein Messerstich im Kopf, mehrheitlich hinter dem Auge. Also man hat wirklich das Gefühl, es sitzt jemand hinter dem Auge mit einem Messer und sticht ins Auge rein. Dann geht es für mich teilweise aber in den Unterkiefer, wo ich das Gefühl habe, es fallen alle Zähne miteinander aus. Also wirklich ganz, ganz starke Zahnschmerzen. Und dann auch ums Auge herum. Also es ist stechend, nicht pulsierend, aber stechend und etwas, das einem nicht schlafen lässt. Also man kann nicht wie bei der Migräne anliegen und sich ausruhen, sondern ich wälze mich, ich laufe umeinander. Manchmal probiere ich, den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Nein, es ist ein ganz, ganz schlimmer Schmerz. Betroffen ist immer dieselbe Kopfpartie, was typisch für Clusterkopfschmerzen ist. Die Schmerzen, die Bea Zehnder bei diesen Attacken erleidet, zählen zu den stärksten Kopfschmerzen überhaupt. Bea Zehnder ist als Sportdirektor des Formel-1-Teams von Alfa Romeo immer wieder vor SRF-Kameras. 200 Tage im Jahr reiste er für die Rennen um die Welt. Wie kriegt er das unter einen Hut, diesen Job und die schlimmen Clusterattacken? Ich bin einer von denen, der Episoden hat. Bei mir geht eine Episode zwischen 6 und neuerdings 10 Wochen. Und ich habe zwischen 1 und 4 Attacken am Tag. Zum Glück immer am Abend. Also es ist nicht so, dass meine Arbeit behindert. In der Regel ist es zwischen dem Abend um 7 Uhr und dann bis am Morgen um 2 Uhr. Eben alle 2-3 Stunden mal eine Attacke. Und dieses Päckchen vergisst er auf seinen vielen Reisen nie. Es enthält eine Spritze mit einem Triptan, einem starken, akuten Migränemittel. Das ist für mich der Segen. Das sind Spritzenpens, wo man sich selber geben kann, wenn die Attacke anfängt. Und das reduziert eine Attacke, die früher eineinhalb Stunden gegangen ist, jetzt auf 15 bis 25 Minuten. Und nach Kopfschmerzen, einfach starke Kopfschmerzen, aber so, dass es zum Aushalten ist. Diese Spritzen, wie auch das Einatmen von Sauerstoff, lindern die akuten Schmerzen. Doch eine Heilung gibt es nicht. Ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich habe jetzt in der letzten Episode 116 Attacken gehabt. Ich führe ein Buch. Und ich bin fest der Hoffnung, dass es vorbei ist. Also meine Episode ist jetzt in 10 Wochen gegangen, 68 Tage. Und ich bin mir sehr sicher, auch das gibt mir das Gefühl von der Schulter, dass es jetzt für ein Zeitchen wieder vorbei ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein Jahr Ruhe habe. Manchmal verschwinden die Schmerzen im höheren Alter. Bis dahin muss Bea Zehnder mit weiteren regelmäßigen Cluster-Episoden klarkommen. Colette André, gibt es ein Schlüsselerlebnis, das zu diesem Engagement für Kopfweh geführt hat bei Ihnen? Also es ist etwas sehr Persönliches, und zwar ich bin mit einem Kollegen, der Arzt war, zusammengesessen, und ich habe ihm erzählt, dass ich immer zwischendrin Kopfschmerzen habe, aber sehr stark, und in meinem Beruf damals hat mich das sehr stark behindert, und dann habe ich ihm das beschrieben, und dann sagt er, du hast Migräne. Und ich, was? Migräne? Das haben doch irgendwie nur irgendwie Frauen, die hysterisch sind, und ich bin nicht hysterisch. Und dann hat er mir gesagt, nein, es ist eine Krankheit, aber es ist absolut noch nicht anerkannt. Und für mich ist das dann so wie ein Erlebnis gehabt, ich muss schauen, dass die Krankheit, wenn das eine Krankheit ist, dass man den Menschen helfen kann, die Krankheit haben, dass die mehr erforscht wird, dass da mehr dafür gemacht wird und dass man kann, die Lebensqualität, die ich dann sehr stark spürt an die Einschränkung, dass die Lebensqualität kann verbessert werden. Heilen kann man es vielleicht nicht, aber die Lebensqualität verbessern kann man schon. Colette André, die einen sagen, ich spüre das Wetter immer, wenn es kommt, regnen, habe ich Kopfweh. Die anderen sagen, Stress ist der Auslöser. Was weiss man denn jetzt über den Auslöser für Kopfweh? Sind es solche Faktoren? Die Auslöser sind absolut individuell. Es sind meistens Veränderungen. Das kann Wochenende sein, das kann mehr Kaffee trinken, weniger sein, das kann plötzlich ganz viel Sport sein, wenig Sport, das kann ein Jobwechsel sein,
Veränderungen, egal welcher Art, Wetterveränderungen, wie Sie gesagt haben, sehr individuell. Mhm. Macht man genug in der Forschung und in der Pharma, um den Betroffenen von Kopfweh zu helfen? Das ist eine schwierige Frage. Sehr sicher macht man sehr viel. Vielleicht nicht so patientenzentriert. Aber ich glaube, man geht in die richtige Richtung, weil es werden mehr migränespezifische Medikamente kommen auf den Markt. Früher hat man einfach die von anderen Therapien genommen. Ein Beta-Blocker, der auch für Blutdruck, Hochdruck ist. Oder jetzt werden migränespezifische Akutmittel, migränespezifische vorbeugende Mittel. Es kommt immer mehr in die Richtung und das ist natürlich ganz toll. Man kann sich aber auch selber helfen, zum Beispiel durch Bewegung. Wir treffen später in der Sendung eine spezielle Laufgruppe von Kopfwehbetroffenen. Das sind sie, die neuen spezifischen Medikamente gegen die Migräne. Sie basieren auf sogenannten Antikörpern und sind teilweise hochwirksam. 4 solcher Produkte sind inzwischen auf dem Schweizer Markt. Für Patientinnen wie Tamara Köstli ist das Medikament ein Segen. Einmal pro Monat setzt sie sich eine Spritze. Ich bin sehr erleichtert. Für mich ist es wie ein neues Leben. Vorher hatte ich jeden Tag Kopfweh. Ich hatte bis zu 8 Migräneanfälle im Monat. Ich musste immer die Sachen dabei haben. Es war immer im Hinterkopf. Ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Tamara Köstli gehört zu den glücklichen 15%, die dank Spritze fast keine Migräne mehr haben. Bei 50% reduzieren sich die Migränetage, zum Teil um die Hälfte. Doch das Medikament wirkt nicht bei allen Betroffenen, räumt ihr Neurologe ein. Etwa 30%, da passiert gar nichts. Das gibt's. Die gibt's eigentlich immer, die Therapieversager oder die Therapieresistenten. Hinzu kommt, die 4 Antikörpermedikamente sind sehr teuer, kosten über 500 Franken pro Monat. Dies führt für die Krankenkassen schon jetzt zu Gesamtkosten von rund 50 Millionen Franken im Jahr. Für die Verschreibung wurden deshalb vom Bundesamt für Gesundheit strikte Bedingungen erlassen. Die Betroffenen müssen mindestens 8 Migränetage im Monat haben. Und sie müssen mindestens 2 prophylaktische Alternativen über 3 Monate ohne Erfolg ausprobiert haben. Dies sei zu streng, finden behandelnde Fachärzte. Also ausgeschlossen werden tatsächlich Migränepatienten, die weniger als 8 Migränetage haben im Monat. Und wenn es 6 Tage sind, ist es natürlich ein bisschen weniger, aber es ist auch schon viel. Und da frage ich mich, ob das eine sinnvolle Grenze ist mit den 8 Migränetagen. Aber irgendwo wird man sie ziehen müssen. Neurologen sind die einzigen, die die Spritzen verschreiben dürfen. Ob eine Patientin, ein Patient das Medikament bezahlt erhält, entscheidet letztendlich die Krankenkasse. So etwas muss einem ermessen vom Arzt sein. Der muss doch einfach entscheiden können und nicht irgendjemand am grünen Tisch, wo Häusli zählt oder Feldli zählt im Kopfkalender und dann sagt ja oder nein. Also es sind wirklich Einschränkungen, die, ich kann es nicht anders sagen, ich unethisch finde. Das BAG hingegen verweist auf seine Aufgabe, die Gesundheitskosten im Griff zu behalten und verteidigt die Einschränkungen. Es ist ja so, dass der zusätzliche Nutzen von diesen Medikamenten im Vergleich zu anderen Medikamenten nicht sehr groß ist und dass die Preise, die die Pharmafirma verlangen, sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Medikamenten. Kritik wird auch laut gegen eine weitere Bedingung des BAG, das Absetzen der Therapie nach einem Jahr. Erst wenn dann wieder 8 Migränetage auftreten, darf das Medikament weiter verschrieben werden. Die profitieren von dem Medikament, wachen wieder auf, können ihren Job wieder machen oder bewerben sich neu, bekommen eine neue Stelle. Und das Ganze braucht ja manchmal dann genau ein Jahr. Und wenn man dann stoppen muss, dann ist das extrem riskant. Weil das macht Angst und es ist auch sozial gefährlich. Tamara Köstli hat das bereits erlebt. 2 solche Zwangspausen hat sie hinter sich. Für mich ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil ich gefunden habe, es geht mir so gut dabei. Und leider ist das Kopfweh wie eine Migräne wieder zurückgekommen. Das BAG begründet die Pause damit, die Wirkung zu überprüfen. Man tut die Therapie beobachten und wenn man zum Schluss kommt, dass tatsächlich ein zusätzlicher Nutzen auch längerfristig da ist, dann tut man das Medikament auch weiterhin vergüten.
Klar scheint, die Bedingungen für die Verschreibung der Spritzen bleiben strikt, solange die Antikörpermedikamente so teuer sind. Also das BAG würde die Medikamente am liebsten allen Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen. Man ist wegen dem auch schon seit längerer Zeit mit den Pharmaunternehmen im Gespräch. Man hat kommuniziert, dass man bereit ist, die Einschränkungen oder Limitierungen zu lockern oder ganz aufzuheben, wenn im Gegenzug die Pharmaunternehmen bereit sind, die Preise anzupassen. Bis 2024 wird sich für Patientinnen wie Tamara Köstli und ihren Arzt wohl nichts ändern. Erst dann stehen die nächsten Preisverhandlungen für die Antikörpermedikamente an. Ja, genau. Mit vollem Einsatz gegen den Schmerz im Kopf anlaufen. Das ist das Ziel des Nordic Walking Trainer und Geschäftsführer des Schmerzzentrums am Kunstmuseum Basel. Stefan Geiseler, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Nordic Walking gegen Kopfweh? Ich bin als Mensch der Bewegungstyp und ich komme ja nicht aus dem medizinischen Bereich. Und für mich ist das Paramedizinische, also etwas, das nicht über eine ärztliche Verordnung geht, auch sehr wichtig, wenn es um Migräne, wenn es um Kopfschmerz, wenn es um Clusterkopfschmerz geht. Wirkt es dann bei allen Leuten und bei allen Arten von Kopfweh? Bewegung ist Basis von Vorbeugung für Kopfschmerzen. Es ist eigentlich egal. Es ist ein regelmäßiger Serotoninschub. Aber Bewegung nicht einfach so, sondern Bewegung regelmäßig zu gleichen Zeiten, damit der Körper sich, so wie wenn man immer am Mittagessen um 12 Uhr hungrig ist, so kriegt man immer zur gleichen Zeit wie einen Dampfkochtopf Auflösung. Mhm. Und wo der Stefan das vorgeschlagen hat, er würde das regelmäßig machen. Ich habe gesagt, ich komme dazwischendrin immer wieder mit dazu. Habe ich das super gefunden, weil das ist genau die beste präventive es gibt auch Studien dazu, die beste präventive Medizin gegen Kopfschmerzen. Und egal welche. Beim Laufen kann man auch reden miteinander, oder? Und es sind alles Betroffene, die da mitlaufen. Oder? Ist das auch ein Faktor? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es ist auch ganz ein wichtiger Faktor, dass wir in der Natur laufen, dass wir Naturboden haben, dass wir untereinander austauschen können. Und ich versuche hier auch möglichst neutrale Themen zu finden und nicht, dass man über Kranken reden, sondern über Schöne, über die Natur, über die Jahreszeit, über Ferien, über alles, was schön ist. Das entlastet und das tut am Kopf per se gut. Ich würde sagen, stehe ich nicht mehr länger im Weg. Sehr gerne. Fang mit doch an. Dankeschön. Das Laufen kann nicht jede Kopfwehattacke verhindern. Wenn es ganz schlimm wird, nehmen auch da einige Medikamente. Auf Dauer ist das gefährlich. In die Reha-Klinik wegen dauernder Kopfschmerzen. Das ist Simon Markwalder passiert. Insgesamt 3 Wochen ist sie deswegen in stationärer Behandlung. Auf dem Tagesprogramm der 26-Jährigen sind verschiedene Therapien. Damit soll sie entlastet werden von den Schmerzen, die sie immer mehr belastet haben. Sehr, sehr gut. Und noch einmal Kinn nach unten. Also es ist halt so, dass in letzter Zeit einfach immer schlimmer wurde. Die Medikamente haben immer schlechter gewirkt. Ich hatte gerade zweimal nacheinander so einen Status Migränosus, der einfach gar nichts mehr geholfen hat. Und dann haben sie mir dazu geraten, die stationäre Behandlung zu machen. Und ich habe dann auch selber gemerkt, jetzt muss einfach etwas passieren, so kann es nicht weitergehen. Das ist keine Lebensqualität mehr. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und ja. Ich habe gemerkt, der Schmerz fängt an, mich regieren, nicht umgekehrt. Darum. Sie spüren, ob das angenehm ist oder ob Sie das Gefühl haben. Ja. Durch den regelmäßigen Gebrauch von Schmerzmitteln war Simon Markwalder, die selber im Gesundheitsbereich tätig ist, in einen Teufelskreis geraten, der für andauernde Kopfschmerzen sorgte. Denn so paradox es klingt, Kopfschmerzen können durch die Einnahme von zu vielen Schmerzmitteln ausgelöst werden. Das Phänomen heißt MYX, abgekürzt für Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Laut Schätzungen sind etwa 1-2% der Bevölkerung betroffen, Frauen 4-mal häufiger als Männer. Wer mehr als 10 Tage im Monat Kopfschmerzmittel einnimmt, riskiert diese Nebenwirkung. Übergebrauchskopfschmerzen sind chronisch und äußern sich pulsierend und diffus, können auch von Übelkeit begleitet werden. MYX wird häufig mit Migräne oder Spannungskopfschmerzen verwechselt.
Sie entstehen meist durch die regelmäßige Einnahme von rezeptfreien Tabletten. Deshalb ist diese Schmerzart weit verbreitet. Irgendwann kann man nicht unterscheiden, was die Ursache ist. Eine Tablette hilft immer. Je häufiger Kopfweh, umso mehr Schmerzmittel. Ein Teufelskreis. Haben Sie denn gewusst, dass das von dem Medikament überhaupt Kopfweh geben kann? Ja. Das haben wir, ich bin ja dann eben irgendwann zu den Neurologen gekommen, auch zu Kopfweh-Spezialisten, und die haben auch immer wieder von dem geredet. Und ich habe es eigentlich schon gewusst, aber ja, man will es vielleicht nicht so wahrhaben. Und ja, man denkt halt auch, ja, es hilft ja. Ich muss es ja nehmen. Es tut, also, sonst kann ich nicht, eben nicht arbeiten, nicht voraus oder so. So, grüezi. Grüezi, Frau Magdalena. Grüezi, Martin. Ich komme. Die Reha-Klinik Zurzach bietet ein spezielles Therapieprogramm für chronische Kopfschmerzen an. Fast alle diese Patientinnen und Patienten haben ein Problem mit Schmerzmittelübergebrauch und sind selbst davon nicht weggekommen. Auch Simon Markwalder hat bereits dreimal versucht, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Es sind eigentlich alle Medikamentenpausen, die ich daheim gemacht habe, die sind wirklich schlimm. Da hatte ich einfach so lange Kopfweh gehabt, bis ich die nächste Tablette nehmen konnte. Und ich habe überhaupt keinen Unterschied gespürt. Und dann war ich auch sehr skeptisch, ob ich das überhaupt jetzt machen soll, stationär. Bei den Patienten, wo die Pausen oder der Entzug ambulant nicht funktioniert oder einfach der Fall zu kompliziert ist, die kommen ins Spital, setzen am ersten Tag die Medikamente, die Akutmittel ab. Sie kommen dann als Ersatz ein Cortisonpräparat über, das geht auch mit anderen Sachen. Und nach 5 Tagen kommen sie zu uns und haben dann das Programm vom ersten Tag, psychologische, ärztliche Betreuung und nachher eine Unterstützung für Aktivierung, aktive Entspannung und versuchen so, dass Patienten dann das auch im Alltag umsetzen können und eine bessere Situation erreichen können. Das Absetzen der Medikamente im Akutspital hat Simon Markwalder bereits hinter sich. Es ging besser als erwartet. Neben Physiotherapie, Gesprächen gehört jetzt auch Massage zum Reha-Programm. Ihre Anspannung soll gelöst werden, bis hin zur Gesichtsmuskulatur. Tabletten nimmt sie im Moment keine mehr. Ich hoffe, dass ich natürlich schon einiges auch mitnehmen kann von da und umsetzen im Alltag. Sie tun ja auch in der Therapie schon ein bisschen vorausdenken und überlegen, wie kann man das in den Alltag integrieren kann. In der Hoffnung, dass es dann dort auch so gut weitergeht. Und ich denke, das Ziel ist ja auch nicht, dass ich gar keinen Kopf in mir habe. Mir ist auch klar, dass es gute und schlechte Tage wird geben, aber dass ich halt auch weiss, was kann ich machen, statt gerade ein Medikament nehmen. Nach einer eigenen Untersuchung der Reha-Klinik schaffen es 2/3 der Betroffenen, nach der stationären Therapie mit weniger Medikamenten auszukommen und so aus dem Teufelskreis auszubrechen. Das Tempo ist zügig von der Nordic Walking Gruppe zu Basel. Mich interessieren Geschichten der Teilnehmenden und ob ihnen das Laufen hilft. Sind Sie Migräne-Kopfweh-Patientin? Migräne nicht, aber ich habe einen Nackenkopfschmerz. Okay. Im Nacken. Und das wird besser bei Nordic Walking? Macht das einen Unterschied? Ich habe den Eindruck, alles wird besser. Ich habe einfach festgestellt, dass Nordwalking tut mir gut. Das ist eine große Linderung. Das ist einfach Bewegung generell beim Entspannen. Durch Bluten, beim Aufdussen in der Natur hilft einfach generell, beim, dass es einem wohler ist. Ja, es ist so, es fördert den Team Spirit eigentlich so, ja, das ist schon so. Kann man schon sagen, man kommt gerne dann hierher. Ja, auch dass man einfach dann merkt, man ist nicht allein. Ja. Ja. Es gibt auch andere, die sie so kommen. Ja. Hast auch du ab und zu leichte Kopfschmerzen? Bevor du zur Schmerztablette greifst, haben wir 5 Tipps. Tipp 1: Ernährung. Iss regelmäßig und ausgewogen, denn ein fallender Blutzuckerspiegel kann Kopfschmerzen hervorrufen. Und hast du genug getrunken? Kopfschmerzen können eine Folge von zu wenig Flüssigkeit sein. Trinke genug Wasser über den Tag. Tipp 2: Bewegung. Schon ein kurzer Spaziergang in der Natur erfrischt, entspannt und sorgt für eine bessere Durchblutung der Gefäße.
naheliegender Rat, regelmäßiger Sport beugt Kopfschmerzen vor. Tipp 3. Pfefferminzöl. Massiere mit ein paar Tropfen Pfefferminzöl an Stirn, Schläfe und Nacken. Das Öl hat einen kühlenden Effekt, fördert die Durchblutung und kann dadurch die Beschwerden lindern. Wichtig: Achte beim Kauf darauf, dass es sich um hautverträgliches Öl handelt. Tipp 4. Baden. Ein warmes Bad in Kombination mit entspannenden Ölen kann für eine verkrampfte Muskulatur, die die Kopfschmerzen auslöst, wohltuend sein. Tipp 5. Kälte. Wer es lieber kühler mag, kalte Kompressen oder Coolpads auf Stirn oder Nacken legen. Durch die kühlende Wirkung wird die Durchblutung angeregt und der Schmerz nimmt dadurch ab. Geh zum Arzt, wenn die Schmerzen länger als 2 Tage andauern, sie immer stärker werden oder wenn sie immer wieder zurückkehren. Colette André, Sie setzen sich jetzt seit Jahrzehnten für Kopfwehpatientinnen und Patienten ein. Mögen Sie noch? Ich glaube, das kann ich bis an mein Lebensende. Was ist die Motivation? Es macht einfach so Spass. So mit diesen spannenden Menschen. Ich finde, Migräniker sind spannende Menschen. Aber auch andere Kopfschmerzpatienten. Sie sind Menschen, wo dein Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Und man kann ihnen helfen. Und es ist der Austausch, die lehren mich durch. Es ist wie eine dauernde Forschung. Spannend. Es ist so schön. Wir hätten das in seinem Job. Die Energie verliere ich nicht. Kopfweh kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Habt ihr Fragen oder Tipps, was euch geholfen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch auch andere Themen von uns interessieren, wie zum Beispiel ADHS bei Erwachsenen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sagen für heute Ade und Tschüss, bleibt gesund.